Hi ihr Lieben, ich bin's die Mel. Willkommen zur neuen monatlichen Materialschlacht. Ich habe das Juli-Kit vor mir liegen und das Juli-Mini-Kit. Und wie in den letzten beiden Monaten auch, werde ich in die Vollen greifen und eine kleine Anleitung für euch heute zeigen. Natürlich mache ich ein Mini-Album, ist ja klar. Irgendwann schocke ich euch, dann mache ich mal was ganz anderes. Aber heute Mini-Album. Ich habe dafür, wie gesagt, dieses Kit. Ich habe einen Stapel kleine Fotos rausgesucht. Ich glaube, wenn ich diesen Stapel sehe, das wird ein kleines, dickes Teil werden. Und was ich auch rausgesucht habe, sind Stanzen. Diese werde ich benutzen. Quadratstanze. Man kann natürlich auch die Dinge einfach anders schneiden, mit dem Cutter, mit dem Hebelschneider, was immer ihr benutzt. Ich werde heute dieses hier benutzen. Das ist, glaube ich, das erste Set, das ich mir irgendwann mal gekauft habe, gewesen hier. Diese Quadratstanzen und Kreise dazu hatte ich. Damit hat es irgendwann mal angefangen, vor Äonen. Ist ja auch egal. Das möchte ich benutzen und noch eine hier so eine Stanze. Damit werde ich das kombinieren. Das zeige ich euch aber gleich. Oh Gott, ich bin in Gedanken schon wieder viel weiter. Die Kids hat Dani euch ja schon gezeigt. Hier dreht sich diesmal wieder alles um Reisen. Das passt ja auch zum Sommer, zur Ferienzeit, zur Reisezeit. Und Dani Dori ist wieder dabei. Das lege ich zur Seite, das brauche ich für mein Mini nicht. Aber wir haben hier ganz tolle Ephemera, wir haben Sticker, wir haben hier solche Kärtchen. Die kann man für so na, Steckalben hier benutzen. Und halt aber auch für Mini. Mini geht immer. Und wir haben hier diese Papiere, Sticker und ich habe das Mini-Kit noch gar nicht ausgepackt. Da habe ich nur geguckt. Da habe ich nämlich eben meine Idee direkt geboren. Ich habe den Cardstock gesehen und dachte, ja, Cardstock, den werde ich benutzen. Und hier ist ein 6x6 Paperpad. Auch nochmal solche Die-Cuts und Sticker. Alles schön zum Reisethema. Perfekt, um meinen Mädels-Trip mit unserer Ulrike von neulich zu dokumentieren. Ich habe jetzt also erstmal alles ausgepackt, die Die-Cuts und Sticker und alles, das habe ich jetzt aber zur Seite gepackt, brauchen wir ja erst später. Was ich noch getan habe, ist, dass ich meinen Cardstock klein geschnitten habe und ich habe ihn noch ergänzt um 4 weitere Bögen. Ihr seht, ich habe hier einen ganzen Stapel Zeugs. Ihr müsst nicht so viel benutzen. Ich zeige euch das gleich, wie ich das meine. Das habe ich auf jeden Fall vorbereitet und ich werde euch jetzt als erstes zeigen, wie ich meine Seiten für das Album aufbauen möchte, zumindest die Innenseiten. Und zwar werde ich immer einen Bogen von dem Cardstock mit einem Pattern Paper bekleben und das Ganze dann ausstanzen. Das mache ich zum einen, damit das Ganze stabiler wird. Ich möchte ja gerne wieder ein Album haben, das auch meine Kinder in die Finger nehmen können, ohne dass es zu Staub zerfällt. Und ich mag auch den Look, der dann entsteht, wenn diese Papierschichten ein bisschen dicker sind. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, und diese Seite nehme ich jetzt und klebe mein Foto dahinter in diesen Rahmen, so dass man dann den weißen Rand nicht mehr sieht. Und das mache ich mit all meinen Fotos. So, ich habe jetzt Kurbelarm, aber was natürlich der Vorteil ist im Gegensatz zum, naja, mit Schneider, Cutter, Hebel, Stanzer, sonst irgendwas Kram schneiden. Wenn man das mit einer Stanze auf Form bringt, sind die natürlich alle wirklich exakt gleich groß. Ich bin ja nicht so zum Korinthenkacker, was Maße angeht, aber wenn das dann so ist, finde ich das schon ein bisschen geil. Ich habe also diese Seiten jetzt alle hier verklebt, sie sind alle doppelt. Was ich vorhin sagte, ihr müsst nicht so viel Cardstock nehmen, dann wird das Album auch nicht so fett. Ihr könntet natürlich in der Mitte einfach nur einen Bogen Cardstock nehmen.
würde bedeuten, ihr schneidet nur das Pattern Paper zurecht mit dem Fensterclip, das Foto hinter und beklebt dann einen Bogen Cardstock von beiden Seiten. Aber so mit den zwei Stück Cardstock dazwischen werden die Seiten halt richtig, richtig fest. Ich mag das gerne, es ist eine Geschmacksfrage. So, und dann klebe ich immer zwei Seiten zusammen. Das werde ich gleich machen und ich will mal gucken, vielleicht möchte ich noch bei dem einen oder anderen eine Naht setzen mit der Nähmaschine. Das kann man natürlich dann am besten machen, bevor man es zusammengeklebt hat. So, jetzt habe ich also die Seiten für mein Album verklebt. Ihr seht, das ist wirklich ein dicker, kleiner Klopper. So sieht das dann innen aus. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich das gleiche Design immer auf den beiden gegenüberliegenden Seiten habe, weil ich finde, so kann man auch gut ganz bunte Papiere verwenden, ohne dass man aber im Album davon erschlagen wird. Nur so als kleiner Tipp. Aber das ist eine Marotte von mir. Über Geschmack können wir uns nicht unterhalten. Wichtig ist, was ihr leiden mögt. So, was ich jetzt machen werde, ist einmal zu schauen, ob ich irgendwo passende Buchringe habe. Also habe ich bestimmt. Ich war am Anfang noch nicht ganz sicher, wie ich das verbinden würde, ob ich Ringe nehmen würde oder eine Drahtbindung. Aber ich glaube, Ringe sind bei der Dicke ganz gut. Und dann werde ich hier die Seiten lochen und mit den Ringen verbinden und dann schon anfangen, das Album zu dekorieren. Also jetzt ist mir ja gerade wohl was passiert, das hat es hier in den letzten 10 Jahren nicht gegeben. Ich hatte keine passenden Buchringe, aber ich habe tatsächlich noch eine passende Spiralbindung gefunden. Also eigentlich wollte ich die Kandidaten hier benutzen, aber das, würde ich sagen, passt mal ungefähr nicht. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich die Seiten mit der Crocodile gelocht. Jetzt habe ich es also hier mit diesem Gerät gemacht, mit der Cinch. Und was ich jetzt machen werde, ist das hier, zack, hier rein zu tun. Und das ist ja eine Frage, die auch immer wieder regelmäßig kommt. Wie werden diese Ringe gerade, wie werden die rund, wenn ich das zusammendrücke? Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Vorführeffekt. Mein Weg ist immer, darauf zu achten, dass diese offene Seite hinten wirklich mit dem oberen und dem unteren Stück, was offen ist, gut anliegt und dann, dass ihr mit der Hand auch ein bisschen gegen diese Spirale drückt, damit die nicht rausrutscht, weil das ist einfach ganz oft das Problem oder der Grund, warum die Dinger sich so unschön verbiegen. So, ich halte das jetzt hier so fest. Aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Die sind schön rund geworden. Und was ihr gerade auch gesehen habt, ich drücke das nicht in einem Anlauf jetzt sofort zack runter, sondern ich mache das immer ein bisschen nach und nach. Na gut, jetzt habe ich mein Album also so gefunden und jetzt führe ich mir ein bisschen Deko raus. Und fertig ist ein süßes, knuffiges, kleines Album. Hier jetzt mit einer Geschichte von einem Wochenendtrip. Die Bauart kann man natürlich auch super in ganz unterschiedlichen Formen machen.
Und auch für verschiedene Größen ist das geeignet. Es ist wirklich schön stabil. Lässt sich für so viele Fotos benutzen, wie ihr mögt. Einfach eine super variable Geschichte. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Und wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wie immer, über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss!